Hallihallo! Tja, ich wollte eigentlich nicht mehr weiter trainieren, aber ich dachte, hey, ich sollte doch mal fair arbeiten nach so einer langen, ungewollten Pause. Hallo, grünhaarige Schwester Joy! Keine Ahnung, wie sie so grünhaarig ist. Sie hat wahrscheinlich irgendein Unfall gehabt mit den Haarfärbemitteln. Ja, das würde ich sagen. Und hier ist kein Durchgang mehr, das sieht man. Aber hier ist nur eine Merse. Wieso ist hier eine Lücke? Da frage ich mich immer wieder. Naja, wenn ihr es wisst, schreibt das in die Kommentare. Ja, das ist lame. Das sieht aus wie Akani-Line. Aber ziemlich zusammengequetscht. Ich habe sie nur an diese Färbung und das Auge erkannt. Ja, Großvater geschlossen. In dem Remaster wurde es ja zum Glück verbessert, erneuert. Na dann, zugewachsen. Ja. Also wie man hier schon sehen kann, kein Labras, nein! Ich wollte mich immer, was mit dem Pokémon passiert ist. So, ich schau mal kurz den mal verkaufen. Auch wegen Schrott und so. Gutspann. Nee, ich gerade eigentlich nicht K.O. Ach, weg damit. Zweimal Calcium. Bojeni! Ein Nagel. Ach komm, weg damit. Aber wie plus braucht man eigentlich immer? Hyperball, Löwenball, Federball, Eisball. Ich sollte noch ein paar mehr Hyperbälle kaufen. Und hier kann ich nur ein paar Tieren weghauen. Giga-Sauer. Ich brauche keine Raub. Ich will nichts zu Raub. Anziehung, Solarstrahl. Weil das für mich rot. Ich weiß, das ist zahl, aber ich brauche den Dreck nicht. Kein Hyperball. Ich kann nicht aufgeschmissen, ich habe keine Überbälle. Und wenn man hier versucht. Oh nein, wo sind die Türen? Und irgendwie kann man so mit einem Glitch oder Trick oder irgendwas nämlich da durchgehen und dann, naja, sozusagen davor ist so ein ähnliches Game. Oder Mini. Nicht Game, sondern Minigame irgendwie zu machen. Keine Ahnung. Ich habe das ja so ein oder zweimal vor, ja, weiß wie langer Zeit. Für mich ist das eine Ewigkeit her. Zu lange, damit ich mich nicht mehr dran erinnere. Aber wir sollten uns weiter auf die Suche machen nach Hyperbällen. Da ist Togetty. Ja. Ich fliege mal kurz mein Ego-Plateau. Kann ja nicht schauen. Einfach Hyperbälle zu kaufen. Ja. Ich hab mich gerade gefragt. Einfach so, halt das. Ich kaufe lieber sicherheitshalber 30. Ich hab Schutz, ich weiß nicht, wie ich es hab. Und ja, ich weiß, man könnte Shiny unterwegs begegnen, aber ich habe einfach so seit Schwarz und Weiß angefangen. Nämlich immer wieder Schutz zu haben, weil, naja, das war mal ein Erlebnis. Ich wollte zu Kyurem, was passiert? X-Million-Pokémon!
Machen Terrorangriff. Juhu, den haben sie nochmal. So, jetzt bin ich wieder da. Ich hab versucht, nur einen Huster zu unterdrücken. Dreckshuster. Also da war ich, oder? Oh. Ich sollte hier am besten weitermachen. Oh nein, blöder Huster, weg mit dir. Ich hab beinahe genau wie in das Schild gekracht. Orientierungslosigkeit vor sie winnen. Warte mal, das müsste jetzt frei sein. Natürlich nicht. Was macht die da? Wie wär's mit? Und dann wird's geht nicht mehr. Ich glaube, die ist einfach nur. Klasse. Oh nein, ein Trainer. Ich hätte nicht gedacht, damit ein Trainer kommt. Das hat was passiert. Bei dir selber. Ein Nocturne. Ich hab ein Special Nocturne. Kein Shiny Nocturne, sondern unter Level Nocturne. Keine Ahnung, wo ich das damals gefangen habe. Ich hab auch ein Geradax Level 6. Oh Gott, ich hab einige Pokémon, die unter Level sind. Und diese keine Sheets. Was das Lustige ist sogar. Könnt ihr mal ein paar Bilder einfügen? Aber, nee. Nein, Mutter! In Speed weggedrückt. Oh Gott, da ist ein Drehwurm. Da kommt ein Drehwurm. Dreh dich nicht zu mir um. Nein, dreh dich nicht zu mir um. Jetzt melde dahin. Muss sein, Gott. Der hätte sonst da ewig rumgehangen. Natürlich Dodo. Dodo! 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 So, jetzt wird's gegrillt. Und ich mache schon da drüben weiter Wuster. Die sollen aufgehen. So, dann... Ich überlege gerade, was ich jetzt machen könnte. Ich habe vier normale Attacken. Oh Gott, ich muss eine normale Attacke loswerden. Zerschneider. Oh, dann habe ich dann kein Pokémon das. Du hast nur Dodos. Merkwürdige Vögel, oder? Ja, hast du. Jetzt gibt es getrillter dreiköpfiger Vogel! Burn, burn, burn! Burnie, burnie, burn, burn! Einmal Frank. So, kein wildes Pokémon. Juhu! Oh, warte. Nein. Steuerung. Ich weiß nicht mehr, wie die Tastenbelegung für... Was? Ich hab kein Fahrrad?
Ich bin zu schnell. Ich habe einen völlig kleinen toten Katze gerade. Guck mal, ich will was testen. Ich glaube, wir sind ziemlich bei der Story. Also, wisst ihr das? Wohl natürlich nicht. Oh. Gut, ich hab ne Idee, Lo. Ein bisschen Speed, damit es schneller geht. Und hier sind wir dann ein Stückchen weiter. Hier drin. Okay, hier drin waren wir noch nicht. Wie kann ich sowas in allen Dingen übersehen? Ich bin doof. Tornupto gegen Ampharos. Ampharos ist ja sowieso in dieser Reihe. Und hier sehen wir, ist nix. Misty, wo bist du? Ich muss wohl dich hier angehen, hm? Oh, Feuer. Aber ich habe einfach heute Lust, mein Schwester Joyce zu belästigen. Keine Ahnung warum. Aber ich hab nie einen Grund. Wieso eigentlich überhaupt? Und da drin ist wahrscheinlich irgendwann ein verstecktes Item, aber falsch drauf. Dieses LP wird sowieso irgendwann sterben. Wenn ich Handyfan bin. Und ich erinnere mich hier. Hier war doch etwas Tolles. Also gesagt, etwas, was mein Herz höher schlägen lässt. Sprechen. Aber erstmal muss ich diese ganzen Bubi-Köpfe alle vernichten. Ich bin böse. Nein, das wird mein Herz nicht höher schlagen. Bäh. Wieso kannst du... Wieso habe ich da einfach was nicht zu bescheuerten Attacken eingefragt? Wieso? So, während es mich voll säuret, fertig. Ich hab nur die jetzt Kaid einfach so verkürzt. Flavio. Meiner vor Ort kann nix. Knoddelhof, nein! Es ist Pink, es ist... keine Ahnung, es ist Pink! Wieso bin das so Körper? Auch wahrscheinlich, weil das Ding zu schwach ist. Nein, es sitzt aus! Es will wie Senior aussetzen lassen. Und weg! Nein! Wie ich es wollte. Du warst nicht knuddelig genug. Du bist nicht knuddelig! Oh, das Lustige ist gerade. Wie weit auf? Sie hat beide. Sie hat zwei Pokémon, die in der sechsten Generation ihre Typen komplett geändert haben. Und in den 100 Pokémon nicht süß kann wohl. Mit dem Critical Hit überlebt sogar. Aber das war ja auch nur Rucksack-Hieb. Ich hab wohl ernsthaft eingebildet, meinen Gegner mit Rucksack-Hieb zu killen. Ja, Bärmlich! Und Sienna will nicht wirklich aufleveln, so wie ich will.
Scheinkleister, Zeit vergessen. Ja, bis gleich.